Hallo und herzlich willkommen bei elektrischunterwegs.com, eurem kleinen Blog zum Thema Elektromobilität und Nachhaltigkeit. Ich habe jetzt heute spontan die Gelegenheit, einen Polestar 2 Long Range Single Motor Probe zu fahren und nehme euch dabei mit. Nach dem Intro geht's weiter. Raum, der sollte vielen Leuten ja bekannt sein. Von den Materialien her ganz angenehm, sieht gut aus. Großes Display hinterm Lenkrad, das große Display in der Mittelkonsole mit Google Assistent bzw. Google Automotive als Betriebssystem. Das heißt, es gibt Maps und den ganzen Kram serienmäßig dazu. Jetzt fahren wir ein bisschen auf die Autobahn, ein bisschen Landstraße und dann schauen wir mal, wie der Wagen so ist. Der Wagen hat eine Leistung von 170 Kilowatt, also 220 irgendwas PS. Frontantrieb. Der ist jetzt mit der 78 Kilowattstunden Batterie ausgerüstet, zeigt bei knapp 71% 320 Kilometer Reichweite an. Das sollte, glaube ich, erstmal reichen, um irgendwo ein bisschen rumzufahren. Ich schaue jetzt mal, wie das so funktioniert und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Dann probieren wir doch gleich mal die Spracheingabe und das Navi aus. Navigiere mich nach München Theresienstraße. Okay, da war ich jetzt ein bisschen zu viel Pause gemacht. Aber jetzt berechnet er die Strecke. Sagt dann Ladestopp hinzufügen. Und dann hat er sofort die Ladestation eingestellt. Er sagt zweimal laden. Einmal 17 Minuten an einer Ehrenstation an der A3, wahrscheinlich Medenbach West, wenn ich das auf der Karte richtig erkenne, und einmal eine Ionity in der Höhe von Würzburg. Und dann sagt er, kommt er mit 10% an. Ich fahre jetzt in die andere, also in die falsche Richtung, von daher glaube ich nicht, dass das sehr aussagekräftig ist, was der da jetzt errechnet. Aber war schnell berechnet und hat gut und nachvollziehbar die Ladestationen eingebaut. Sieht ganz gut aus. Beim Rest schauen wir dann gleich nochmal, wie es weitergeht. Lautstärke bei 120 ist völlig in Ordnung. Das ist kein großes Problem. Jetzt machen wir einmal den Adaptive Cruise Control an. Verstellen. Das Pilot-System zeigt da zwar an, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er das auch aktiviert. Jetzt hat er den Volvo Pilot aktiviert. Dann geht er raus. Dann geht er wieder an. Und hält den Wagen entspannt in der Spur. Jo, das sieht doch schon mal deutlich besser aus als das, was MG da jetzt mit dem MG Pilot gezeigt hat. Wobei man da aber auch sagen muss, dass der MG ungefähr die Hälfte von dem Auto hier kostet. Nicht ganz, irgendwie 20.000 Euro weniger.
aber das ist schon eine andere Hausnummer, ob das jetzt, wenn man das so vergleicht, weil hier würde ich mich auch einfach wahrscheinlich drauf verlassen. Mal gucken, wie er sich jetzt hier ein bisschen in der Baustelle schlägt. Er ist ein bisschen verwirrt, aber nicht schlimm. Jetzt ist er ausgegangen. Da stört mich jetzt ein bisschen dran, dass er mir nicht angezeigt hat, dass er Probleme hat. Er hat weder akustisch noch optisch gewarnt. Er ist einfach ausgegangen. Man sieht auch, hier unten ist einfach das Symbol auf grau gegangen. Das ist mir schon vor Jahren im Volvo XC90, den ich mal als Leihwagen hatte, aufgefallen. Das ist nicht schön. Jetzt nehmen wir einmal das Dings raus, nehmen wir einmal den Piloten komplett raus. Weil, wenn ich das jetzt mit dem iX3 vergleiche, den ich vor einiger Zeit gefahren bin, der hatte einfach akustisch und optisch gewarnt, hey Jung, das, was du machst, ist nicht gut, ich schalte mich jetzt aus. Und auf der anderen Seite hat es wohl größer gerumst. Dann fahren wir doch nicht über die Autobahn zurück gleich. Aber mal schauen, wo wir da jetzt landen. Wenn ich gleich auf der Landstraße bin, komme ich wieder zurück und dann gucken wir mal, wie es auf der Landstraße ist. Bisher auf der Autobahn fährt er sich ganz angenehm. Das sieht schon ganz okay aus. Dann fahren wir jetzt mal ein bisschen Landstraße. Was interessant ist, das Display ist in der Übersicht schwarz. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, was das ist, muss ich mir gleich nochmal angucken. Aber ist zumindest interessant, formulieren wir das mal so. Ansonsten, ich habe jetzt die Rekuperation auf auf Standard umgestellt. Dann ist es ein One-Pedal-Drive vom Gefühl her. Wie gesagt, der Wagen hat 170 Kilowatt Leistung, Vorderradantrieb, sollte also ausreichend Power da sein. Frage ist jetzt, wie die Regelung ist, wie stark man den Antrieb in der Lenkung merkt. Da müssen wir mal gucken. So, jetzt halten wir mal eben hier an. Theoretisch müsste er jetzt bis zum Stillstand bremsen, auch wenn es runtergeht. Das tut er. Warum jetzt hier? Jetzt geht er auf den Radiosender, der mich nicht interessiert. Den man immer noch hört. Jetzt ist alles wieder schwarz. Interessant. Aber fahren wir jetzt erstmal einen Moment und dann ignorieren wir mal, dass der keine Anzeige mehr hat. Dann fahren wir jetzt mal ganz entspannt hier so ein bisschen Landstraße. Wie gesagt, das Display ist immer noch schwarz. Ich weiß nicht warum. Musik habe ich ausgeschaltet. Verzögerung mit dem One-Pedal-Drive ist sehr angenehm. Muss auch im Gegensatz zum MG, den ich vorhin gefahren bin, nicht zubremsen. Das ist ein echtes One-Pedal-Drive. Der Wagen wird nur über das Spaßpedal gesteuert und man braucht die Bremse im Normalfall nicht. Für Gefahrenbremsen, klar, wird sie immer noch benötigt. Aber der Rest ist jetzt mal Vollgas. Also auf der trockenen Straße merke ich jetzt keinen Nachteil. Zum Heckantrieb. Das war jetzt gerade wirklich völlig entspannt. Man konnte einfach Vollgas geben und der Wagen hat beschleunigt. Ist nichts
gefühlt nichts durchgedreht. Man hat auch in der Lenkung nichts gemerkt. Da müsste man halt jetzt mal schauen, wie das dann ist, wenn man das im Nassen macht. Ich kann mir vorstellen, dass das dann doch zu durchdrehenden Rädern führt, wobei die Steuerung von dem Elektromotor doch deutlich feiner ist als jetzt zum Beispiel die von einem normalen Verbrenner mit vergleichbarer Leistung, weil das geht halt alles elektronisch und in Millisekunden und man wird in den meisten Fällen auch nicht mit der Bremse arbeiten können, sondern einfach nur den Motor runterregeln. Verzögerung, wie gesagt, ist sehr angenehm, wenn man es jetzt auf Standard stellt, für einen Standard auf gering. Das ging so. Dafür, dass der Wagen relativ raumgreifend ist, also er ist ja ungefähr so groß wie ein Model 3, also 4,70 Meter und knapp 2 Meter breit, handelt er sich wirklich sehr angenehm. Man hat jetzt nicht das Gefühl, man würde mit einem riesen Schiff in der Gegend rumfahren. Man weiß relativ schnell, wo die Ecken sind, wie man wo rumfahren kann, dass man nichts trifft. Das ist schon okay. Der Wagen ist leise. Das Fahrwerk ist wirklich komfortabel. Das ist jetzt nicht der Performance, sondern der hat das Standardfahrwerk. Das ist komfortabel. Da merkt man halt, dass hinter Polestar Volvo steht, die seit knapp 60 Jahren Autos bauen. Oder sogar 70, ich weiß nicht genau. Der Wagen wird von Geely in China gebaut. Da muss man halt jetzt schauen, ja, habe ich da ein Problem mit oder nicht. Wenn man sich jetzt anschaut, wo der ganze andere Kram herkommt, den wir so im Alltag benutzen, dann hat man da eigentlich wenig Auswahl, weil das ganze Elektronikzeug kommt eh standardmäßig aus China. So, das ist jetzt hier interessant. Ich guck mal, ob ich hier noch andere Einstellungen machen kann. Eigentümer, aber wenn ich jetzt auf Profil oder beziehungsweise auf das Standardding gehe, ist das tot. Da tut sich nichts. Hier kann man jetzt noch ein paar Einstellungen machen. Adaptive Cruise Control, Road Sign, Kollisionsvermeidung, Fahrbereits Benachrichtigung aufladen, 90% AC eingestellt. Hier kann man dann noch andere Sachen einstellen, aber das schauen wir uns dann nachher an, wenn wir uns den Innenraum anschauen. Dann parken wir jetzt mal ein, wenn wir irgendwo einen Parkplatz finden. Da hinten, das sieht doch gut aus. Ich gehe mal davon aus, dass er eine Rückfahrkamera hat. Oh, er hat ein 360-Grad-Ding. Dann zeigt er mir das jetzt von vorne an. 360-Grad-Kamera. Vielleicht ein bisschen doof, aber gucken wir mal, wie das hier mit der Parkerei ist. Ganganzeige wie bei jedem Automatikauto im Cockpit. Ich sehe schon, ich bin nicht der große Einparker heute.
aber das muss jetzt erstmal reichen. Innenraum gucken wir uns gleich an, weil ich mache das Auto erstmal aus und lasse es im Moment aus. Von daher gucken wir jetzt erstmal außen rum und dann schauen wir gleich weiter. Polestar 2 von außen. Ein relativ eckiges Fahrzeug. Man sieht ganz klar das Volvo-Erbe, besonders in den Scheinwerfern. Ist ein Schrägheck mit großer Heckklappe. Das ist wie gesagt die 78 Kilowattstunden 170 kW Version. Ob ich so einen Aufkleber unbedingt auf der Tür haben wollen würde, weiß ich nicht. Ansonsten, bis auf die Farbe, ich bin jetzt nicht so der Fan von Weiß, ein wirklich hübsches Auto. Schauen wir uns dann jetzt nochmal außen um. Kofferraum ist elektrisch betätigt, ist wie gesagt eine große Klappe. Durchlade nach vorne gibt es auch. Hier kann man dann die Anhängerkupplung ausklappen. Es gibt einen 12 Volt Anschluss. Es gibt mehrere Haken, mit denen man Sachen festmachen kann. Hier gibt es noch was Interessantes. Das ist eine Unterteilung. Wenn man nur eine Kleinigkeit im Kofferraum hat, klappt man einfach die Sache hoch, stellt hier die Tüten hin, kann hier noch die Tüten einhaken. Da sind so Häkchen dran. Wenn man es nicht mehr braucht, klappt man es einfach zu und ist gut. Unter dem Teiler gibt es jetzt noch einen. Ist das jetzt hochzuklappen? Jawohl, cool. Okay, oder auch nicht? Doch, da. So, da gibt es jetzt noch so eine Halterung, da kann man das Ding mit festmachen. Hier ist noch ein relativ tiefes Loch drin. Also ist jetzt mindestens noch mal eine Hand tief. Zusätzlich zum normalen Kofferraumvolumen, wo man noch was reinmachen kann, kann man, wie gesagt, dieses Ding hier wieder runterklappen. Geht das Teil runter. Elektrisch betätigte Heckklappe. Ich nehme jetzt einmal nochmal. Auto ist ausgegangen, ist schon mal schön. Ich nehme jetzt aber trotzdem nochmal den Schlüssel raus. Das Auto nochmal richtig aus. So, aber dann machen wir einmal den. Gucken wir mal vorne, ob er vorne was drin hat. Und wie wir sehen, hat er noch einen Frunk. Der ist auch gar nicht so klein. Da kann man, wie man hier sieht, das normale Ladekabel und noch den Schoko-Adapter dazu tun. Und hat immer noch Platz, um anderes Zeug dazu zu tun. Hier ist dann noch das Warndreieck und das Tirefit. Finde ich wirklich eine gute Lösung. Das ist eine komplette E-Plattform. Von daher, beziehungsweise Jein, eigentlich ein Ja, das ist diese Volvo technische Plattform, wo der XC40 auch drauf basiert. Von daher, den gibt es auch noch als Verbrenner. Aber sie haben es zumindest konsequent umgesetzt und es funktioniert relativ gut. Ich habe den Wagen jetzt einmal abgeschlossen und hoffe, dass ich das Entertainment-System dann gleich nochmal ein bisschen erholt. Ansonsten schauen wir uns den Wagen nochmal von außen an. Der hat jetzt hier, was hat der für Reifen? Winterkontakt 245/45/19. Das ist okay. Die funktionieren auch ganz gut. Ich habe es gerade trotzdem geschafft, es zum Durchdrehen zu bringen.
wie gesagt, 225 PS oder was das sind, umgerechnet. Alleine auf die Vorderräder bei Vollgas, das merkt man schon. Aber das ist grundsätzlich nicht schlimm. Dann schauen wir jetzt mal, ob sich das Entertainment-System wieder bekrabbelt hat und ich euch ein bisschen was vom Innenraum zeigen kann. Dann schauen wir uns den Innenraum jetzt nochmal an. Hier ist jetzt das große Infodisplay vor dem Fahrer. Es gibt normale Buttons, auch wenn sie glänzen. Es sind keine Touch-Buttons auf dem Lenkrad. Die linke Seite ist einmal die Fahrassistenzsysteme, also Tempomat und Polestar Pilot. Auf der rechten Seite steuert man Lautstärke, Sender, die Einstellung hier vorne fürs Display oder auch nicht. Hier ist dann der Oberknopf, ist die Sprachsteuerung. Ich würde euch gerne noch ein bisschen mehr zu dem Entertainment-System sagen. Leider hat es sich so ein bisschen aufgehängt. Deswegen kommt man jetzt nicht in die Navi rein, aber Navi hatten wir vorhin, glaube ich, schon mal kurz. Hier kann man jetzt in die Autoeinstellungen gehen, was für Sachen, wie sich das Fahrzeug grob verhalten soll. One-Pedal-Drive, Kriechen, Lenkung, Assistenten. Hier kann man einfach mit einem Wischen einstellen, wie das Auto aufladen soll. Und hier kann man dann noch en Detail irgendwelche Sachen verstellen. Fahrzeugstatus, Innenbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Spiegel, Wischer. Hier hat man dann die 360-Grad-Kamera. Hier kann man auf die einzelnen Kamerapositionen wechseln. Parksensoren, Bremsautomatik. Und wie gesagt, es gibt leider aktuell kein Hauptmenü, weil das Hauptmenü aus ist. Ich hoffe, dass das später nochmal irgendwann zurückkommt, weil das ist doch ein bisschen doof. Ansonsten, das Fahrzeug hat die Stoffausstattung. Die Oberflächen sind alle angenehm anzufassen. Sieht alles gut aus. Auch hier das Holz und alles. Was mich ein bisschen stört und was ich auch nicht so ganz verstehe, ist diese massive Mittelkonsole. Ich bin jetzt nicht der Schmalste. Aber ja, wenn man normal sitzt, stört es nicht. Aber ansonsten, warum zum Teufel baut man in so einem riesen Auto, in so einem Elektroauto so eine riesen Konsole ein? Hier unten sind auf der Seite, auf jeder Seite noch zwei kleine Fächer. Man kann doch nicht mal irgendwie durchladen oder so oder was Größeres unten reinpacken. Hier ist jetzt noch ein einzelner Becherhalter. Hier vorne links ist ein Ladepad und da ist einfach nur noch so eine Ablage. Hier kann man noch Sachen steuern, die Frontscheibe, die Heckscheibe, Warnblinker, Stopp und Pause und normal der Gangwahlhebel. Hier ist jetzt noch ein normales Handschuhfach. Ansonsten, Auto gefällt mir wirklich gut. Mein Fazit zum Polestar 2 Single Motor Long Range. Ordentliches Auto, sieht gut aus, fühlt sich gut an, fährt sich gut. Assistenten sind auch ordentlich. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass der Polestar Pilot sich einfach so ausschaltet und nicht ausreichend früh warnt. Das machen andere Fahrzeuge besser. Dafür ist das Fahrverhalten von dem Pilot wirklich gut. Preislich liegt das Auto jetzt so, wie ich das gefahren habe, irgendwas um die 50.000 Euro. Das ist, oder ein bisschen drüber, das weiß ich jetzt nicht genau, müsste ich nochmal nachschauen. Ich blende euch den Preis unten ein. Dann könnt ihr sehen, was der Wagen wirklich kostet. Aber ich denke so in der Kategorie irgendwas zwischen 15.000 und 55.000 Euro. Ja, Preisniveau BMW i4 Model 3. Platz ist okay. Ja, hinten habe ich mich jetzt nicht hingesetzt. Das sieht aber auch ganz okay aus. Ich sage jetzt mal so, für eine kleine Familie ist es völlig okay.
Es wird sicherlich nicht mit 5 Personen auf die Dauer gehen, dazu ist der Wagen schlicht zu klein. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn ihr Fragen habt, einen Kommentar schreiben. Ich versuche, die Infos noch rauszufinden. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, einfach Bescheid geben. Ein Abo dalassen, es wird wahrscheinlich noch mehr Videos geben in nächster Zeit. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.